für mich besteht der Kulinarik aus Erlebnissen, aus Erfahrungen, die man macht, viel Dinge, die viel Wissen, das ich auch auf Reisen angesammelt hat. Und viele meiner Erinnerungen, die ich mit Reisen habe, sind auch kulinarischer Natur. Ich kann kulinarische Geschichten erzählen, die AIDA kann kulinarische Geschichten erzählen. Das Ganze im Verbund von Reisen ist eine tödliche Kombination. Und das ist schlussendlich das, was auch die Spannung ausmacht an dieser Zusammenarbeit. Gerade in Verbindung mit der Kulinarik hier an Bord ist etwas, worauf unsere Gäste sehr, sehr viel Wert legen. Und von daher ist es auch wichtig, dass wir unseren Gästen jederzeit versuchen, unser Bestmöglichstes zu geben, auch in einer Zusammenarbeit mit Tim, diesem noch die Krone aufzusetzen. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass das Essenserlebnis sich nicht nur auf dem Teller abspielt, sondern eine Summe aller Erfahrungen ist, die rund um diesen Teller auch stattfinden. Ich brauche hier bei der AIDA nicht ansatzweise in einem Qualitätsmanagement arbeiten, also um Qualitäten zu steigern, sondern ich bin ein sehr, sehr guter Gastronom, der es schafft, die Geschichte des Tellers so zu verdichten, dass der Gast sie auch wahrnimmt. Hier kommen zwei Plus miteinander zusammen, das ergibt normalerweise Minus, aber hier halt Doppelplus. Also ich hätte selber Bock, hier essen zu gehen.